Kollege, ich bin noch gar nicht auf Safari. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Australien Outback Tour und wir sind hier jetzt am Wahrzeichen von Australien angekommen. Am Uluru? Am Uluru. Und in den nächsten Tagen wird uns der Andi hier mal so ein bisschen im roten Zentrum herumführen und ihr werdet euch jetzt fragen, wer ist denn Andi? Ich würde mal sagen, Andi, stell dich doch mal vor. Moin. Ich bin der Andi vom Tourism Board des Northern Territory und ich werde euch Mädels das wahre Outback zeigen und euch nehmen wir auch mit. So, wir sind jetzt an unserem ersten Campingplatz angekommen und jetzt ist der große Test, ob die beiden hier hinter mir aufgepasst haben und wissen, wie man das Zelt hier jetzt aufbaut. Mal gucken. Geil, guck mal, direkt unter dem Baum. Genau, da fehlt aber jetzt das Ding, ne? Genau, die Verlängerung fehlt. Geschafft! Ja, wir als kleine Hoteltester haben natürlich auch uns mal die unterschiedlichen Unterkunftsmöglichkeiten im Outback angeschaut. Und ganz klassisch fürs Outback ist natürlich das Campen. Ihr könnt entweder in Nationalparks campen und dann bringt ihr dann einfach euer eigenes Zelt mit. Oder ihr übernachtet auf so private Campingplätze, da gibt es dann auch so vorinstallierte Zelte. Was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, sind diese Fliegennetze. Auf keinen Fall. Die Fliegen sind so penetrant. Ja, und wenn ihr es eine Spur luxuriöser haben wollt, dann könnt ihr sogar in Glamping-Zelten übernachten. Ja, ich glaube, mein oder auch unser Highlight, ne, war die King's Creek Station. Das war eine Rinder- und Kamelfarm, wo ihr übernachten konntet. Und wenn ihr schon mal da seid, nehmt auf jeden Fall die Station-Tour mit. Da fahrt ihr mit dem Buggy rum, erkundet die Farm. Und der Leo ist dabei. Leo ist auch dabei. Ja, aber ich finde, zu so einer typisch australischen Experience gehört es einfach dazu, dass ihr euch so ein Schätzchen hier mietet. Es hat auch den Vorteil, dass das Zelt direkt oben drauf ist und ihr habt so eine Basic an Küchenausstattung. Das heißt, ihr könnt auch mal bei einer geilen Kulisse rechts ranhalten und ein richtig schönes Frühstück euch machen, ne? Und dann kann euer Roadtrip beginnen. Genau. Was ihr auch auf keinen Fall im Outback verpassen dürft, ist der Kings Canyon und der Rimwalk. Das sind ein paar Stufen, die ihr zu meistern habt, aber der Ausblick lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wenn euch das Outback doch mal ein bisschen zu warm wird, dann kommt ihr einfach zu den sogenannten Outback Beaches. Richtig gehört, ich konnte es auch nicht glauben. Es gibt tatsächlich in ganz vielen Nationalparks solche Waterholes, wo ihr einfach reinjumpen könnt und euch mal ein bisschen erfrischen könnt. Also der Peter hat für uns leider Bosch-Tacker gemacht und diese, ich nenne es jetzt mal Raupe, ich probiere es mal. Es soll wie Popcorn schmecken. Schmeckt ganz gut. Schmeckt wie Chips, wie Chicken Chips hier aus Australien. Boah, nehme ich noch einen von. Lecker. Ja, und wenn ihr schon am Wahrzeichen von Australien seid, dann solltet ihr auf jeden Fall zum Uluru kommen. Einmal zum Sonnenaufgang, als auch zum Sonnenuntergang. Und dann könnt ihr euch schön noch ein Glühchen Sektchen gönnen. Cheers! Northern Territory ist leider schon vorbei. Monique, wie fandest du es denn? Ich fand es mega beeindruckend. Am besten fand ich den Uluru, den endlich mal live zu sehen. Mhm. Und natürlich auch die rote Kulisse, wenn man da durchgefahren ist. Ja, ich finde auch, also wenn man nach Australien kommt, sollte man auf jeden Fall das Outback gesehen haben. Und den kleinen Freddy hier. Und wenn ihr jetzt auch richtig Bock auf einen Roadtrip durchs Outback bekommen habt, um den kleinen Freddy hier zu besuchen, dann habe ich euch ein richtig gutes Angebot unterm Video verlinkt. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, dann klickt einfach hier.
Wenn ihr das neueste Video von Urlaubsguru sehen wollt, dann klickt einfach hier. Vergesst nicht zu abonnieren, ich tiger jetzt weiter um die Welt. See you later, Alligator, and don't forget the toilet paper. Ich finde den Spruch so geil. Ich finde ihn so witzig.